dieses Duell war super, super cool, nicht wahr? Das ist es. Ich finde, wir sollten es nochmal ansehen, oder nicht? Wer fängt an? Wir fangen an. Kamera läuft. Komm mit. Ja. Los geht's, Matteo. Los geht's, Luna. Konzentriert euch und vor allem habt Spaß. Amber? Könnt ihr das überbieten oder gebt ihr auf? Leute, jetzt wird das Duell entscheiden. Was wird passieren? Bereit? 5, 6, 7, 8. Wow, das war echt cool. Ja, aber das war nicht das Einzige, was diese Woche passiert ist, oder? Du wolltest uns verraten. Was hast du mit diesem Video vor? Gehörst du zu denen oder zu uns? Ramiro, tu es bitte nicht. Das Roller-Team, also die ganze Clique hier, hat heimlich auf unserer Bahn trainiert. Was? Sie haben schon richtig verstanden. Kaum zu glauben, oder? Dass sie es wagen, unsere Bahn zu benutzen hinter ihrem Rücken. Das Team vom Roller existiert nicht mehr. Es gibt nur noch das Team der Red Sharks. Und die haben jemand gebraucht, der seine Arbeit auch ernst nimmt. Was du nicht getan hast. Und das werde ich nicht tolerieren. Du bist entlassen. Benicio und Amber sind ein Paar. Sie haben sich im Park geküsst. Ich werde das nicht erlauben. Wo liegt denn das Problem? Wenn dich alle mit einem gut aussehenden Jungen wie Benicio in Verbindung bringen, ist das doch Werbung. Aber die brauche ich nicht, hörst du? Denk mal nach. Dieses Video hat uns viel Publicity verschafft. Heute reden alle über Benba. Benba, das ist furchtbar, schrecklich. Stimmt das, dass du mit Benicio gehst? Gib doch einfach zu, dass du eifersüchtig bist. Ich bin nicht eifersüchtig. Du bist nicht eifersüchtig. Nein, überhaupt nicht. 100% sicher. Könnte ja sein, dass ich mit ihm gehe, weil meine wahre Liebe kein Interesse zeigt. Halt mich fest, Simon. Bitte lass mich nicht mehr los, okay? Ya no preguntes más y cierra los ojos, sentires mejor. Erinnerst du dich an früher, als... Was? Wir beide konnten uns nicht ausstehen, nicht wahr? Hm. Und jetzt kommen wir super gut miteinander klar. Das finde ich echt cool. Dann willkommen im Zuhause der Rollerband. Yeah! Yeah! Un tiempo de amor. Ja, das ist passiert. Aber es ist doch das hier passiert. Matteo wird mir gehören und ich habe schon den perfekten Plan. Warte, einen Moment, Matteo. Hey, alles okay? Oh, Matteito, Matteito. Gut, ja, dieser Junge begibt sich immer in Schwierigkeiten. Ja, genau. Und bei Emilia weiß man nie, was passieren kann. Luna und Snob, für immer. Alles klar? Soll ich euch mal was Interessantes zeigen? Würdest du jemand Böses spielen? Das wäre unglaublich. Ich würde es lieben. Oh, prima, prima. Gib mir ein Beispiel. Könntest du... Jetzt kann ich nicht. Matteo, rede nicht mit mir. Ich hab dich satt. Wunderbar. Das war große Klasse. Echt ich böse. Ich hab den Preis verdient. Mir gefallen. Fein. Jetzt machen wir etwas anderes. Weißt du, ich habe hier diese Kärtchen mit Ray und Sharon. Und diese beiden Rollen spielen wir jetzt, okay? Ja, ja, was für ein Zufall, dass ja, du das so hast. Ein Zufall. Du hattest das du alles hast schon alles hier. Also, dann machen wir jetzt Folgendes. Du kriegst Los. Jetzt diese Texte hier. Das sind und meine. Du bist Sharon. Okay. Und ich
bin Ray, okay? Okay, warte, ich muss mich in Sharons Rolle versetzen. Das ist sehr schwierig. Gut, okay, Konzentration. Jetzt spiel nicht das Opfer. Du weißt genau, wie ich das hasse. Ich möchte, dass du dieses Haus verlässt und niemals zurückkehrst. Du dachtest, ich würde es nicht merken, dass du der Verfasser der anonymen Schreiben warst. Pardon, Miss Benson, aber das ist sicher ein Missverständnis. Klar, ja. Ich habe dich gesehen, als du den Umschlag mit den anonymen Schreiben diesem Jungen gegeben hast. Ich habe dir all mein Vertrauen geschenkt, Ray, und du hast mich verraten. Du hast die ganze Zeit mein Leiden genossen, nicht? Ich habe auch gelitten. Ich habe ihretwegen sehr gelitten. Ich wollte sie nicht verraten, aber es blieb mir nichts anderes übrig. Pardon, mein Lachen. Ich habe alles getan, um ihnen zu helfen, doch sie haben das alles nicht anerkannt. Ich habe alles für sie gegeben. Ja, klar. Du warst für mich nie mehr als ein Angestellter. Du bist nicht mein Freund und wirst es auch nie sein. Das wollte ich auch nicht sein. Also, ist das der Dank für jahrelange Hingabe und absolut treue Dienste? Das habe ich nicht verdient. Ich habe sie beschützt. Ich! Du weißt, dass es mich nicht interessiert, dir länger zuzuhören. Was willst du? Mehr Geld? Nimm. Danke. Da hast du's. Jetzt geh und verschwinde aus meinen Augen. Ich will dich nie mehr wiedersehen. Cut. Danke! Die war's. Sehr gut. Bravo. Gratuliere Schlag uns beiden. Sehr gut. Gute. Das war wirklich unglaublich. Gut, weg mit Hört der mal. Klappe. Und vergesst nicht, schaut weiterhin. Soy Luna. Man sieht sich. Bis Ciao. Dann.